In diesem Video zeige ich dir einmal, wie du eine TV-Wandhalterung anbauen kannst. Ich verlinke dir einmal in der Videobeschreibung die Wandhalterung, die ich hier verwendet habe. Im ersten Schritt müssen wir die Halter einmal an den Fernseher anschrauben. Dafür gibt es hier verschiedene Schrauben, da musst du immer einmal gucken, welche in deinen Fernseher passen. Und schraube sie vorher einmal rein, wenn sie nicht ganz reinpassen, musst du noch diese Abstandshalter, die auch immer im Set enthalten sind, mit darunter geben. Das sind jetzt hier die Halter und wir müssen das Ganze so anbringen, dass diese Markierung hier oben ist, denn dort hängen wir später unseren Fernseher in die Halterung an der Wand ein. Jetzt kommt diese schwarze Abstandshalterung unter den Metallhalter und von oben dann die Schraube mit der Unterlegscheibe durch. Das machen wir jetzt mit beiden von diesen Haltern und schrauben ihn einmal gut fest. Dann haben wir den ersten Schritt schon mal erledigt und unseren Fernseher fertig vorbereitet. Jetzt müssen wir die Wandhalterung aber noch an die Wand bringen. Dafür musst du einmal schauen, an welcher Position an deiner Wand du diese befestigen möchtest. Dabei liegt jetzt eine solche kleine Wasserwaage. Du kannst natürlich auch eine eigene benutzen, wenn du eine hast. Und du brauchst noch eine Bohrmaschine mit einem passenden Bohrer. Wir brauchen hier einen 10 mm Bohrer für diese Wandhalterung. Jetzt haben wir dann die Löcher vorher markiert und geschaut, dass wir das Ganze auch gerade an der Wand gehalten haben. Ich habe mit einem Stift die Bohrlöcher einfach markiert und bohre jetzt einmal die Bohrlöcher dafür. Danach müssen wir dann die beiliegenden Dübel einmal in die Wand einführen, das heißt in die Löcher einfach reinstecken und dann mit einem Hammer vorsichtig reinschlagen und zwar so weit, bis sie eben bündig mit der Wand abschließen. Achte auf jeden Fall auch darauf, dass es sich hierbei um eine Steinwand hält, damit dieses auch wirklich richtig schön in der Wand hält am Ende und dir der Fernseher nicht wieder herunterfällt. Dabei liegen jetzt diese Schrauben, mit denen wir jetzt unsere Wandhalterung einmal festschrauben, das heißt wir halten sie wieder an die Wand. Und mit den Schrauben wollen wir das Ganze dann jetzt einmal festziehen. Mache die Schrauben aber nicht direkt komplett fest, sondern prüf vorher noch einmal mit der Wasserwaage, ob das Ganze jetzt auch gerade hängt. Und wenn es gerade hängt, dann kannst du alle vier Schrauben einmal festziehen, damit die Halterung schon mal perfekt und fest an der Wand sitzt. Wenn dann alles festgeschraubt wurde, musst du natürlich noch schauen, ob es auch hält. Dafür kannst du einmal ein bisschen an dieser ziehen und reißen und gucken, ob hier nicht irgendwas wieder rauskommt. Dann kannst du dir eigentlich schon ziemlich sicher sein, dass diese hält. Jetzt nehmen wir dann unseren Fernseher und hängen diesen, wie du hier sehen kannst, oben einmal ein in die Schiene. Jetzt kannst du hier sehen, oben hängt es schön in der Schiene drin, so wie es sein soll. Und von unten müssen wir das Ganze jetzt mit jeweils diesen Schrauben noch einmal fixieren. Wenn wir diese jetzt einmal nach oben schrauben, dann ist der Fernseher auch fest und kann nirgendwo mehr hin. Wir können ihn jetzt nicht mehr abnehmen und er kann auch nicht mehr abfallen. Und dann haben wir schon unsere Wandhalterung perfekt angebaut. Jetzt haben wir an der Halterung selber auch noch verschiedene Einstellmöglichkeiten, mit denen wir den Fernseher kippen können. Da kannst du dann schauen, wie du das Ganze haben möchtest, damit es eben perfekt bei dir passt. Und so einfach kannst du dann eine TV-Wandhalterung an der Wand befestigen und deinen Fernseher hier einhängen. Wenn dir dieses Video geholfen hat, würde ich mich jetzt über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir doch auch gerne in die Kommentare, ob es bei dir auch geklappt hat. Und vergiss auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.